Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir hatten es ja schon live angezockt, da habe ich mich aber am Anfang ein bisschen dusselig angestellt. Und wir hatten noch viel gequatscht und hier wollte ich es dann halt ein bisschen knapper, ein bisschen direkter machen und gucken, ob ich das jetzt endlich hinkriege, was ich im Live nicht gleich so richtig hingekriegt habe. Ich werde euch auch erklären, wo die Stellen sind, wo ich ein bisschen Probleme hatte. Wir starten auch mal ein komplett neues Spiel. Wir können halt unsere Charaktere auswählen. Ich werde wieder den gleichen nehmen wie vorher. Wir werden hier auch wahrscheinlich noch mehr Sachen bekommen im Verlauf des Spiels. Wir können jetzt hier erstmal die T-Shirt-Farbe auswählen. Die Helmfarbe. Wir haben auch hier wahrscheinlich später verschiedene Helme, weil jetzt habe ich noch 0. Und hier haben wir dann noch Ohrschützer. Ich lasse die jetzt mal weg. Und wir haben auch noch eine Brille. Oder zwei Brillen, die wir nehmen können. Ich werde jetzt mal diese Brille nehmen. Und wir können hier Sticker ranballern. Die sind mir aber zu viel. Ich werde diese nehmen. Soll so an den Pixel-Look erinnern. Aber ich denke mal, da werden wir im Laufe des Spiels oder durch Sammeln oder so noch neue bekommen. Mit freundlicher Unterstützung von Strauß. Ja, die haben auch alle Strauß-Klamotten an. Und das kann ich sagen, das sind eine, ist die Marke, die wohl am beliebtesten ist und am robustesten teilweise ist, weil, oder allgemein ist, weil mein Bruder trägt die seit Jahren, der ist LKW-Fahrer und der schwört auf Strauß. Der hat nichts anderes mehr, der zieht auch nichts anderes mehr an, sagt er. So, wir nennen unseren natürlich Odin. Akzeptieren. Mal zurück. Editor. Editieren. Auswählen. Editieren. So, Charakter. Ja, den lassen wir so. Odin lassen wir auch so. Ah ne, doch, das war so, genau. Auswählen. Eigenes Spiel. Achso, jetzt kommt er mit der Firma erstellen. Wir nehmen Europa. Ich nehme diesmal, ich hatte im Stream, hatte ich den Bagger genommen, weil das auch auf dem Cover drauf ist. Ich nehme jetzt aber hier Hammer und so und nehme, die Firma heißt jetzt einfach Odin. Komma. Ach hier, nehmen wir Allvater. Genau. Hat er nicht genommen. Odin, Komma, Freizeichen. Odin, Komma, Freizeichen. Alpha, das ist ja auch nur für den Stream, nur für das Video jetzt. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt, dass die Stimmen nicht zu laut sind und so. Ich habe hier zwei, drei Probeaufnahmen schon gemacht mit dem Spielstand vom Stream, den wir dann weiterspielen werden. Oder ich dann weiterspielen werde. Man kann auch online spielen. Das habe ich noch nicht getestet, das werde ich demnächst testen. Nur hängen geblieben oder was? Also normalerweise dauert das nicht so lange. Also im Stream hat es nicht so lange gedauert und eben wo ich halt den Spielstand vom Stream geladen habe, um nochmal Audio alle zu überprüfen und Probeaufnahmen zu machen, hat es auch nicht so lange gedauert, bis er gestartet hat.
Also wir spielen auf der PS5 in 4K. HDR hat das Spiel nicht. Das seht ihr auch Kamera. Bei 4K mit HDR geht keine Kamera, weil dann wird die Kamera total milchig. Nee, das ist hängen geblieben gerade. Also das ist jetzt Vorführeffekt, also das habe ich sonst nicht gehabt. Also nicht einmal. Auch nicht abgestürzt oder irgendwas. Und jetzt eben, wo ich gestartet hatte, ich habe es dreimal gestartet wegen Probeaufnahmen. Nicht einmal. Und im Stream haben wir auch ein bisschen viel gequatscht nebenbei und so. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache hier nochmal ein großes Knappelt. Stand auch Odin Altvater da und deswegen habe ich das gleich bestätigt. Wir warten jetzt mal ab, also jetzt scheint das ganz gut zu sein, gespeichert. Jo, jetzt geht's gut. Da haben wir, sind wir doch. Ein bisschen ramponiert da alles. Da ist irgendwie ein Sturm gewesen und wir müssen die Auswirkungen vom Sturm am Anfang erst mal beseitigen. Hier sieht Orian schön bruchbubenmäßig aus, alles ab. Ja, Zaun weggerissen und so. Auf dem Briefkasten müsst ihr mal gucken, da steht auch Odin drauf. Klinischen kann ich leider nicht lesen. So, mit R2 können wir rennen. Mit X können wir springen. Viereck macht halt. Können wir jetzt hier Helm abnehmen oder so? Ja. Achso, eine Brille hatte ich mir nicht verpasst. Jetzt mehr. Dreieck macht gerade gar nichts. Ah, da ist er doch hier, Helmut oder wie er heißt. Die Harpe. Ah, der hat einen coolen Bart, der Harpe. Endlich. Du erinnerst dich hoffentlich noch an mich, hm? Falls deine grauen Zellen noch am Auftauen sind, ich bin's, Harpe. Ich habe schon immer gedacht, dass du eine große Zukunft in der Baubranche vor dir haben würdest. Jetzt wäre die Gelegenheit, dich zu beweisen, denn ich brauche dringend deine Hilfe. Komm, wir müssen uns beeilen. Ein heftiges Unwetter hat heute Nacht gewütet und einigen Schaden angerichtet. Bei der Brücke am Ortseingang gab es einen Erdrutsch. Dabei hat es einen Strommast umgelegt und nun hat das Dorf in weiten Teilen keinen Strom mehr. Wir müssen dorthin und die Straße räumen. Dafür benötigen wir einen Radlader, den ich noch abholen muss. Am besten setzt du dich gleich hinter das Steuer vom Pritschenwagen und fährst schon mal vor. Folge einfach der Navigation, um zum Treffpunkt zu gelangen. Pritschenwagen meinst du LKW? Das ist nämlich der hier. Steigen wir mal auf. Dann machen wir mal Licht an. Und wir machen das Rundumlicht an. Okay. Uns ja beeilen. Scheiße. Ja, die müsste auch. Die Steuerung von dem LKW ist so ein bisschen zu weich. Ihr müsst auch aufpassen, Schilder und so sind alle unzerstörbar. Hier, pass auf.
Oh, jetzt geht's. Naja, gut. Vorführeffekt. Aber die... Die sind unzerstörbar, sind da? Ja, die Fußgänger fährt man durch. Sind auch, müsst ihr auch immer, wenn ihr hier so unterwegs seid, gucken. Sind auch Hammer und Schraubtier versteckt. Oder nee, nur ein Hammer war das, glaube ich, als Symbol. Das werden wir nachher sehen. Davon sind 100, glaube ich, versteckt oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ach, seht ihr, ich bin eine falsche Strecke gefahren. Sonst bin ich auch da. Naja, egal. So, dann haben wir hier. Mal Strom anmachen. Also wenn ihr hier irgendwo seid, wenn ihr... springen, wie seine Dinger fahren. Immer mal so ein bisschen gucken. Weil hier an der Stelle habe ich noch nicht gemacht. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Die leuchten, also der Hammer leuchtet dann richtig, das sieht man. Aber hier scheint jetzt nichts zu sein. Guck nochmal auf der anderen Seite. Nö, hier ist nichts. Beim nächsten Stopp kann ich euch das dann zeigen. Jetzt müssen wir erstmal hier mit dem hier. Und hier hatte ich den Fehler gemacht. Ihr seht da ja Kies, Sand. Mhm. Gucken. Das habe ich noch nicht versucht. Müssen wir aber gleich da wieder ankommen. Also hier können wir Tutorial machen. Ja, das ist immer das. Ich versuche immer mit R3 noch irgendwie nachzusteuern, die Kamera. Hier wird was schon gefahren sind. Diese Jobs. Können wir auch noch neu. Lauf. Aber wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Also bei Jobs müssen wir, glaube ich. Jobs. Genau. Na, Jobs.
Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Das Firmengelände gehört dir. Du kannst außerdem Eingang deiner Firma betreten und damit Firmen zum Beispiel Warenlager erreichen. Tipp: Die Schnellreise zum Firmengelände ist immer kostenlos. Also die Schnellreise. Ach, da haben wir. Guck, das kann ich euch zeigen. Hier haben wir dann zum Beispiel so ein Ding gefunden. Eins von 100. So. Jetzt müssen wir aber. Wenn du einen Auftrag angenommen hast, der scheint ja. Einen Auftrag kannst du. Aber ich will ja dahin, ich will ja. Ja, neu starten. Oh nee, jetzt bin ich schon wieder in der Firmenzentrale. Ja, muss ich da jetzt hinrennen oder was? Euer Ernst. Kriegen wir da hin. So. Standort. Das. Schnellreise. Es ist nicht genug Geld für eine Schnellreise verfügbar. Och. Gut, also weil ich zur Firmenzentrale bin, habe ich keine Schnellreise. Also rennen wir hier einfach mal querfeldein. Kann ich die Sterne runterspringen? Nö, da muss man runter. Juhu! Latschen wir einfach mal den Weg dahin. Oh, ganz toll. Oh, unendliche Ausdauer.
15? Ach, Mann. Na, geht doch. Also sollte man aufpassen, wie man die Schnellreise benutzt. Das muss man hier mal schnell von Aachen nach B latschen. So. Generator einschalten. Jetzt sollen wir den benutzen. Aber wir haben jetzt hier wenigstens Licht, seht ihr das? So, und hier hatte ich nämlich die Probleme, wie gesagt, mit diesem... Einfach mal zurück machen. Dass ich hier R3 immer benutzt habe. Aber R3 ist nur für vorne dann. Hoch und runter machen und die Schaufel kippen. Und ihr müsst auf 100% davon wegmachen. Jetzt nicht mehr auf R3 kommen. Was sollen wir denn nämlich hierher schütten? Ich habe auch nicht die Möglichkeit, die Kamera hier zu drehen. Das hat mich manchmal ein bisschen irritiert. So, und jetzt runter? Nee, falsch schon runter. Ich jetzt hier nur 10%, beim anderen habe ich 20% beim ersten Mal runtergekriegt. Also mit der Grafik habt ihr gerade gesehen, dass es manchmal ein bisschen nachzieht. Ja? Mit der Schaufel müsst ihr gucken. Thank you.
ist doch einer versteckt. Vielleicht mache ich doch den Spielstand weiter. Weil hier habe ich zwei. Jetzt mal das Ding hier hinstellen. Harpe wieder quatschen. Erklärt uns jetzt, dass wir halt so jetzt woanders ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Gut gemacht. Allerdings endet unser Einsatz hier noch nicht. Beim örtlichen Supermarkt ist die Kühlung ausgefallen. Auf der Ladefläche vom Pritschenwagen steht ein mobiler Generator. Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben. Also wir wirklich, die Grafik, dort, muss ich sagen, für einen Simulator finde ich die ganz gut. Da war ich am Anfang auch sehr überrascht. Also hier jetzt so gerade, es geht, aber halt, vor allen Dingen in den Gesprächen und so. Ach, warte mal, ich wollte nochmal aussteigen, ich wollte nochmal gucken. Wenn ich mir das jetzt nicht geholt hätte, doch, kann man sich im Nachhinein trotzdem noch holen, wenn man da das frei gemacht hat. Gut. So. Dann sieht es jetzt so aus, als wenn wirklich bei jeder Stelle, wo man was machen kann, oh, seht ihr, dass da was ist. Und hier unten soll man eigentlich den Kran vom LKW nehmen. Das tue ich mir aber jetzt hier nicht an. So. So. Und jetzt wird hier erklärt, dass ich das halt mit dem Ding hochnehmen kann. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Auch wenn ich hier Handbuch alles habe, es steuert sich wirklich bescheiden. So. Oh, jetzt krieg ich's hin. Nein, falsche Taste. Ich werde bekloppt, jetzt kriegt ihr wirklich hin.
einschalten. Ey, das ist wirklich. Ich habe im Stream ewig gemacht. Jetzt sollen wir die Lampe annehmen. Das machen wir mit dem großen Baukran. Ich habe es nicht geschafft. Das Ding hat sich dann irgendwie verkeilt. Es hat nicht. Also das ist jetzt Vorführeffekt oder so. So, da sollen wir jetzt. Ne, erstmal noch mit Hapel sollen wir nochmal quatschen. Der erklärt uns jetzt, dass wir die Lampe. Die Laterne ich spule mal vor, weil wir sind schon bei einer halben Stunde. Hier ist die Lampe, die sollen wir uns jetzt holen. Und da ist jetzt auch der Baukran eingezeichnet. Und hier haben wir nochmal so einen Hammer. So. Und dann gehen wir hier zum Baukran. So, und hier. Steuerung brauche ich nicht. Ist ein, also Baukran ist ganz simpel. So, einfach. Weit, weit. Dahin und dann runter. Wir müssten fast die richtige Höhe so ja haben und die Breite. Nee, wir müssen noch weiter. Hier ist es richtig. Am besten, also weiter grün sieht X drücken. Dann braucht er nicht großartig rummehren. Das ist das Beste, was er machen könnt. Weil sonst dauert das ewig. So. Steige in den Pritschenwagen. Na. Richtung los. Mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. Ich muss meine Beleuchtung an, krieg ich eine Macke. So, wie war denn das jetzt? Jetzt muss ich Viereck drücken. Um das einzufahren. Viereck drücken. Nee. Was war denn das?
Ach. Ich glaube, der Kran, die müssen wir, der ist gelb, die müssen wir zurückbauen. Jetzt habe ich das hingekriegt und kriege das halt nicht mehr hin, dass ich den zurückbauen kann. Aber. Das wird dich doch verarschen, oder was? Ach so, ich kann nur den Kran komplett. Naja, okay. Shit. Ja, die Steuerung ist halt nicht so. Einmal einen Millimeter zu weit. Ja, das sind unzerstörbare Fahnen. Wir sollen jetzt das halt darauf packen. Wir müssen erstmal. Also eigentlich sollte nichts passieren, ich komme mal nur zur Sicherheit. Und bevor wir hier was machen, rennen wir mal hier rum. Weil das ist ja wieder eine Station, wo wir gerade sind. Obwohl, das ist noch der gleiche Auftrag. Könnte vielleicht nichts, aber... Vielleicht hat man ja Glück und... Nö. Ach, guck mal an. Können wir Gabelstapler uns holen, aber wir haben ja ihn. Warte mal, was passiert denn, wenn ich jetzt alle voll mache? Gibt es da vielleicht eine Trophäe? Keine freie Fläche. Oh, hier. Da hinten ist noch.
Imbissbude. Aber hier ist nichts. Okay. Ja, vielleicht, wenn es die gleiche Level ja noch ist, kann man hier noch gucken. Haben wir nichts, aber es könnte möglich sein. Moment. Ja, machen wir gleich. Noch 10 Minuten. Weil es gleiche Level ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt hier nichts machen können. Ja, ich habe einen Stapler schon, ich brauche keinen. Ich brauche keine Anleitung. So, immer runter. Ich nehme erstmal die schweren hier mit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, dann nehmen wir erstmal das mit. Ich hab die doch hoch. Nee. Ja, tiefer geht es doch gar nicht. Also im Stream habe ich es besser geschafft. Jetzt ein bisschen, mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen, aber
Komm, fahr doch. Hab ich's und jetzt steck ich fest, dann leck mich doch am Arsch. Will die mich verarschen?
Wollt mich doch rollen. Endlich. Dann kann er nämlich auch hier schließen. Gehen wir hier hin. Hier müssen wir den Modus wechseln. Müssen wir einfach nur noch zum Baumarkt wieder zurückfahren, oder was? Nee, Baumarkt nicht, Supermarkt hier vorne, und müssen mit dem großen Kran abheben. Und dann muss also gleich aufs Dach machen. Da brauche ich jetzt hier auch nicht die Klappen lösen, das ist Quatsch. Harpe Bescheid sagen, dass wir das Zeug bei haben. Nee, hat da oben leuchtet schon, dass wir da hochgehen sollen. Naja. So. Mit dem Kran bin ich irgendwie ganz gut. Der ist auch easy zu steuern. Boah, na, das ist ein bisschen zu wild. Mit der Markierung und so, das funktioniert echt gut. Mittig, runter, zack, hoch. Mal ein bisschen aufpassen. Zack. Jetzt will Harpe wieder was von uns. Kurz und knapp war es jetzt auch nicht. Wir sind schon wieder bei einer Stunde, ey. Der Supermarktbetreiber ist erleichtert und wir haben hier erstmal eine Sorge weniger. Gerade hat mich aber schon ein weiterer Anruf erreicht. Da ist wohl ein Auto in eine Baugrube gestürzt. Wir treffen uns vor Ort. Da fahren wir noch schnell hin. Wir das angucken können. So. Ich fahre auch hier hinten wieder durch, dann brauche ich hier nicht großartige Windemanöver machen. Ja. Hoppala.
Mach ich keine Warnblinkanlage an. Siehst du, dass ich da komme? Und da weggehen. Da ist schon Polizei. Ach nö. Wieder mit dem Bagger. Ach nee, mit dem? Nee, mit meinem Bagger garantiert, den ich. Quatsch, Kran, den ich dran habe. Jetzt wird schon morgens. Aber wenn jetzt hier nur der Bagger ist, dann müssen wir ihn rausholen. Dann müssen wir mal hier Kontrolle machen. Dann könnte rein theoretisch hier auch wieder. Ha! Oder? Nee. Nur Licht, oder? Ach, schade, ich habe gedacht jetzt. Aber ne, ist nur Licht. Man müsste rein theoretisch hier auch wieder irgendwo so ein Hammerle versteckt sein. Na gut, ich kann über. Naja, da brauchen wir jetzt nicht drüber quatschen, dass ich über so einen Busch steigen kann. Telefonzelle, gelb. Also bei uns sind die jetzt grau und stehen einfach nur so ohne Zelle da. Ich weiß ja nicht, bei euch jetzt. Erst mit Harpe aktivieren. Dass ich halt den goldenen Hammer finde. Sprich mit Harpe. Da stellt man extra Warnhinweise auf, aber Falschparker gibt es halt immer. Das hat er jetzt davon. Wir sollen das Auto mitsamt des kaputten Leitungsrohres aus der Baugrube bergen und oben zum Schrott auf den Bauhof bringen. Dort bekommst du auch ein neues Rohr für die Gasleitung, das hier dann schleunigst eingebaut werden kann. Ja, dann wird er da auf dem Gelände sein, der Bauhammer. Okay. Passt sich das Auto überhaupt bei mir auf den Hänger rauf? Naja, ja, die machen wir mal. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Würde ich sagen, machen wir mal einen Schlussstrich. Stell mich mal vor, das Auto. Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus. Ja, mal daneben. Ja. Aber Lizenz für MMN haben sie. So wie das aussieht. Und von. Wie heißen die nochmal? Ich mit C. Ich komme wieder nie auf den Namen. Klaas? Carlsen? Klaas oder so? Nee. Scheint nicht so. Da haben sie keine Lizenz. Ja, wie ihr sehen habt, ein kleiner schnuckliger Simulator. Grafik ist besser, als ich gedacht habe, muss ich dazu gestehen. Die Steuerung vom LKW ist etwas weich, also da könnte man vielleicht mit einem Patch noch irgendwie nachhelfen
Und wenn du dann halt, du kannst, musst, Kamera kannst du nur steuern, wenn du halt L3 gedrückt hältst und R3 dementsprechend bewegst. Und du bist, bei mir ist es jedenfalls so, ich bin immer in Versuchung, wenn ich so ein Fahrzeug fahre, mit R3 die Kamera zu zu machen. Das kann ich ja, wenn ich mit ihm hier alleine bin, kann ich das ja machen, das Internet. Aber, so. Jetzt bin ich hier drinnen, nicht. Jetzt muss ich R3 drücken. Und das muss man öfters mal machen, um halt die richtige Position zu finden. Weil manche Sachen siehst du halt so schlecht und da musst du dann halt das machen, damit du halt besser mit einem harten Kran irgendwie positionieren kannst oder, naja, ihr wisst. Aber sonst an sich ein schönes Spielchen. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, zu online werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.